willkommen, einen schönen Freitagabend. Bei mir im Studio begrüße ich Lukas Resetarits, Susanne Böschacker, Klaus Eberhardinger, Florian Schäuber, yeah, und Günther Leiner. So. Was meint ihr, ist das Sendungsthema? Oh, wenn das mein Sohn sieht, jetzt, der sammelt die alle. Bestreng dich an, dann kriegst du es und darfst es am Ende dem Publikum weitergeben. Super, danke. So, brauche ich nicht mehr zu Hause kommen. Super. Es ist nicht irgendwie ein Jubiläum von George Lucas, wie man meinen möchte, sondern 50 Jahre ist es her, dass Juri Gagarin ins All geflogen ist. Ja, und 30 Jahre ist es her, dass er wieder zurückgekommen ist. Der war mit der ÖBB um. 30 Jahre her ist es, dass der Space Shuttle zum ersten Mal abgehoben hat. Ja, nein, bitte, ja. Hör auf. Und das passiert alles am nächsten Dienstag, dieser Jahrestag, und das ist Anlass für unsere Sendung, Thema Weltraum. Gut. Ich möchte diese Sendung eröffnen mit einer wirklich schönen Frage. Ich möchte von euch wissen, was ein Schweißfloh ist. Ich schwitze nicht. Nein. So, komm, das, da, komm, das, da. Ups. Ein Schweißfloh ist aus der Nanotechnologie mit Gentechnik, alles zusammen. Ja. Und zwar sind diese ganz kleine Flöhe mit Schweißgeräten, die bei ganz kleinen Nanodingern die urarge Arbeit machen müssen. Es gibt auch eine Schweißflohbrille, ja, weil auch ein Floh hat ein Recht auf Gesundheit. Ja. Und der schweißt dann die ganz kleinen Fuzzi-Teile. Du meinst, man kann einen Floh so weit bringen, dass er ein Schweißgerät nimmt? Sicher. Ja, sicher. Ich bringe meinen Hund dazu, dass er Sitz macht. Also wäre das gut. Ja, schön. Okay. Ich glaube, wenn man einen Hund dazu bringen kann, Sitz zu machen, kann man Floh dazu bringen, Schweiß zu machen. Im gleichen Moment nämlich. Wenn du sagst zum Hund Sitz, fangen alle seine Flöhe zum Schweißen an. Ich habe gesagt, das ist der Lehrling, mehr oder weniger. Ganz kleiner Bub mit einem ganz großen Schweißgerät. Aber das ist es natürlich nicht. Ja, glaube ich schon. Es gibt in Michas in Spanien gibt's ein Museum mit ganz kleinen Sachen. Da sind zum Beispiel ein Flohbärchen drin. Man muss es mit dem Mikroskop alles anschauen. Mhm. Die haben, er hat eine Lederhosen an und sie ein Dirndl. Aber ganz klein nur. Entschuldige, wo? Ich glaube, du warst im Prater im Sexmuseum. Nein, in Michas in Spanien. Sind Miniaturkunstwerke, die hauptsächlich in Häfen von lebenslang Häftlingen produziert worden sind. Zum Beispiel ein Reiskorn mit einer Seeschlacht eingeschnitzt. Da war 40 Jahre in Häfen und mit der Lupe durch ins Reiskorn. Ist das der Essener gewesen? Nein. Nein, der hat jetzt auch sein Geständnis. Das war jetzt die Erklärung. Nein, das war das Museum, wo ich diese Flöhe gesehen habe, die eine Lederhose und ein Dirndl angehabt haben. Mhm. In Wirklichkeit, ich wollte es nur verzögern, weil die Antwort war es. Es ist auch Schweißfloh, es gibt beim Schweißen gibt Schweiß. Raupen, mhm, wenn man was anderes tut, ist so wie schaut wie ein Raupen aus. Ja. Und das, was so wegfliegt, die kleinen Metallspritzer, wegen denen man die Brühe auf, das sind Schweißflöhe, sag jetzt ich einmal. Sagst du mal, so, das ist. Das klingt sehr gut. Das richtig. Klingt super gut. Nein, du nicht klatschen, wenn du es nicht lustig findest, gell? Wenn's nicht richtig ist. Es ist. So wie ich es da stehen habe, ist es nicht richtig. Es ist der erste Teil. Aber der zweite Teil ist dann der Schweißfloh. Weil ja, es ist der Lötkolben. Der Lötkolben? Ja, das ist das kleine Schweißgerät. Das ist der Lötkolben. Ach so, okay. Ja. Nein, ich wollte nur, damit ich auch was Die Raupe ist das Ganze, ne? Die Raupe ist, wenn man was zusammenschweißt und was das ist die Schweißraupe. Ja. Und dann ist aber die einzelnen Tropfen, die man da sieht, das sind die Schweißflöhe. Ja. Jetzt habe ich auch schon gesagt, ja, oder? Ja, das sind diese Metallspritzer, aber wenn du beim Schweißen. Moment, wir sind nicht bei Dancing Stars, gell? Hier ist wieder umgekehrt, diesmal machst du mit, ja? Und ich werde gleich meine Karte anzeigen. Nein, es ist so, es sind diese Metallspritzer, aber wenn du als Schweißer nicht ordentlich anzogen bist und dich nicht richtig schützt, dann bekommst du so kleine Brandflecken und das schaut aus wie Flohbisse. Und das sind die Schweißflöhe. Okay, also ein kleiner Unterschied. Ja? Es war der erste Teil, das ist der zweite Teil. Aber trotzdem eine gute Antwort. Und ich bedanke mich bei Herrn Diplom-Ingenieur Gerhard Schmidt aus Saalfelden für den Schweißfloh. Danke vielmals.
Nein, meine Frage. Aber der Lukas hat das völlig richtig gelernt, weil er hat gesagt, das, was du wegspritzt, sind die Schweißflöhe. Ja, und du hast gesagt, das, was dich dann trifft, das sind die Flohbisse von den Schweißflöhen. Das sind der Diebe. Stimmt, der könnte auch richtig. Ja. Noch was. Jetzt geht's applaudiert. Aber jetzt richtig. Das ist immer. Das ist richtig. Dann macht es immer. Danke, danke. Ja, danke. Du bist der Einzige. Ja, jetzt so um mit mir. Nein, ich freue mich so, dass du wieder da bist. Ich mich auch. Du darfst die nächste Antwort vortanzen. Ja. So. Ich tanze schon lange nicht mehr. Leider. Wir schalten in das ORF-Archiv zu unserem Kollegen, dem Herrn Bruckmann, der wie immer ein Problem hat. Grüß Sie, Herr Bayer. Schön, dass Sie da sind. Ich muss mich wieder ganz auf Sie und Ihr Rateteam verlassen. Bei der Überspielung dieses Beitrags hat es Bild- und Tonprobleme gegeben. Da geht es um irgendein neues Gerät bei der Polizei. Das ist also das neue Wunderding, die sogenannte Frenzelbrille. Aha, eine Frenzelbrille also. Und was macht die Polizei jetzt damit? Naja, das möchte ich von euch wissen. Frenzelbrille. Es kann sein, dass Leute, da lachen schon ein paar, dass es ein paar Leute schon im Fernsehen gesehen haben. Bitte jetzt nicht vorsagen. Ich möchte die Freude die haben, euch bei euren Versuchen, das zu erraten, was zu beobachten. Blickabweichung, die Abweichung vom Fokussieren. Ja. Du kannst entweder blasen, das ist die Atemluft. Ja. Das ist ein bisschen unhygienisch, da müssen Sie Mundstücke verbrauchen. Das ist eine Spaßmaßnahme. Sie haben, aber wenn du blunzenfett bist, ja. Du hast ja gesehen, das sind so Brechen, wenn je nachdem, wo das Auge ein, wo die Pupille eine fährt, das eine tut, das andere da sagt, das ist das. Das Frenzel ist die Abweichung von links und rechts. Und hast du. Wer hat das auf? Na, da musst du durchschauen. Siehst du, da musst du durchschauen. Und jeder, der das und macht, mit, ist mit 0,9 Frenzel, mit 0,9, da kannst du nur mit dem Gras gehen. Da ist Bayern, das ist der Test. Wenn du da aufsitzt, sagst du, na, der ist sicher fett, weil normaler sitzt das nicht auf. Oder so. Das ist genau. Die also Fresnel-Linse, die haben das falsch geschrieben. Bitte, Fresnel. Das ist nicht Fresnel. Fresnel-Linse. Fresnel? Ja. Wahrscheinlich steht der Fresnel Physik drinnen. Ja, nein. Aber dem Frenzel. Aber er ist Legastheniker oder der Frenzel. Der hat Frenzelbründer aufgehabt, wie der fett war. Und hat dann gleich gesehen, dass ich Blunze bin. Das heißt Frenzelbrille. Ich möchte das nochmal rekapitulieren. Ich möchte kurz rekapitulieren. Du meinst also, man kommt zur Verkehrskontrolle und dann. Man musst kommt du nicht zur Verkehrskontrolle, da fällt man hinein. Ich bin immer so nüchtern, ich fahre immer absichtlich. Was auf der anderen Seite steht, ach, ich will sie demütigen. Also, genau. Das heißt, derjenige, der in die Verkehrskontrolle kommt oder reinfährt, bekommt die Frenzelbrille aufgesetzt und dann sagt der Polizist, ah, 7 Frenzel, Sie sind voll fett. Ja. Wir kennen Sie eh, Herr Petzner. So, Herr Petzner, jetzt ging es da 20 Meter groß mit der Brühe und halten Sie noch die Ohren zu. Wer setzt ja die Polizei auf? Ja, oder? Eben. Na, die Polizei, wenn man sowas aufsetzt, die sehen ja nicht. Na gut, die sehen so auch nicht. Also, wer setzt sie jetzt auf? Die Polizei. Die setzen die auf und sehen, dass du fett bist, zum Beispiel. Ja. Mit der Frenzelbrille? Ja. Nein, aber die Brille hat doch was zum Aufklappen gehabt, ne? Ja. Über Auf- und Zuklappen. Das ist einfach eine Brille, die setzt man dann auf als Polizist, wenn es da vor die Augen raushaut, als Sicherheitsmaßnahme. Damit die Augen nicht wirklich herausfallen. Was und dann kann man sie einzeln wieder aufklappen und schauen, ob es schon wieder geht. Was da ist ein Wuppel losgewinkst, ja? Da fallen auch die Augen raus. Aber Polizei. Polizei ist gut. Polizei, verdeckte, also Beschattung. Verdeckte Ermittlung. Der Verdächtige kommt aus dem Haus. Und du bist in Gefahr, entdeckt zu werden, haust du das auf und klappst das sofort zu, damit die zwei. Und dann sieht das sicher keiner mehr. Solche Fragen kommen. Oder wenn man echt was sehr Geheimes lesen muss. Wie etwas Geheimes lesen. Das muss ganz geheim. Also du meinst, das ist quasi eine Dechiffrierbrille. Dann kann man später bei der Folter was rausholen, wenn man es eh nicht gesehen hat. Ja, das ist eine gute Spur. Wenn man zum Beispiel ehemaliger Innenminister war, kriegt man von der Polizei so eine Frenzelbrille, damit man in Zukunft sieht, wo die versteckte Kamera ist. Das ist die
Bitte jetzt hier keine Anspielungen. Ich möchte mal wissen, warum die Polizei die Frenzelbrille braucht. Wenn du weißt du, müssen, weil sie noch fortgeschrieben worden ist ja. Vom Innenministerium. Sie wollen ja eh nicht. Weil sie es kauft, aber jetzt setzt sie es halt auf. Ja. So wie diese Mundschutz, was da einmal eine Ministerin gekauft hat. Genau. Die müssen sie jetzt auch aufsetzen in Zukunft. Ein Frenzelbrühen, ein Mundschutz, das muss es gleich aber schauen. Weil der Bruckmann hat da... Ist das ein neues Gerät? Ist das ein neues Gerät? Ja, dadurch, dass es unlängst in den Medien war, nehme ich an, dass es neu ist. Sondern ersetzt die Frenzelbrille die Laserpistole. Die Lesebrille. Die Laserbrille. Ja, es gibt die Lesebrille, es gibt die Laserbrille. Ja. Also die Laserbrille, die praktisch, also vorher wirst du mit der Laserpistole von vorn angeschossen, mit der Frenzelbrille schaust hinten nach. Und da sind die vier gehen, je nachdem, wo was dreht, weiß ich nicht. Nein, aber die. Oder der stürzt sich mitten auf. Also, der stürzt sich mit der Frenzel mitten auf die Straßen, der kommt auf einem zu und wenn er abbremst, ist er nicht schnell. war er niederfährt, war er geschnallt. Ja. Aber was, wofür brauche ich Brille? Die Brille? Damit man nachher noch kennt. Das ist ja. Habt ihr das jetzt ernst genommen, oder was? Ja, ja. Obwohl, jemand stellt sich wenn sich jemand Friedhof mitten auf die Straßen stellt, da muss ich schon einen LKW haben. Der bei mir? Ja, jedes andere Auto ist hin. Darum tragt der Brille. Mit aber ich sehe die Pupillen und ich sehe, ob jemand lügt oder nicht, ob sie kleiner oder größer werden. Das ist ein Lügendetektor, die Frenzelbrille. Ja, für Arme. Das also für die österreichische Polizei. Gut. So, Herr Straße, jetzt sind Sie mal die Frenzelbrille. Na, oder ist. Na, die Polizei hat sowas auf. Die Polizei hat sowas auf. Aber ja. Wer setzt es auf? Können wir uns darauf einigen? Polizei. Setzt es der Delinquent auf oder setzt es der Polizist auf? Ich glaube, der Polizist. Der Delinquent. Man sieht, ob er rote Augen hat. Ob er zu viel getrunken hat, ob er zu wenig lang geschlafen hat, was er zu einem Delikt gibt. Ob er was gefrenzelt hat. Genau. Aber die hat er dann einen Knopf auf der Seite zum Scharfstand. Ja. Zum lauter dran. Ja. Zum lauter dran. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben diesen Beitrag über die Frenzelbrille rekonstruiert. Der dauert ein bisschen länger, so viel Zeit haben wir nicht. Aber die entscheidende Passage haben wir rausgeschnitten und die präsentieren wir euch jetzt. Das wäre jetzt also diese ziemlich kleidsame Frenzelbrille. Herr Kaltenegger, welche Drogen kann man denn damit feststellen? Mit dieser Brille kann man alle Drogen feststellen, die als Begleitwirkung Augenzittern erzeugen. Das wären zum Beispiel Partydrogen wie Ecstasy, LSD, Antihistamine, Barbiturate und dergleichen. So einfach ist es. Ich schaue euch Antihistamine sind auch Drogen. Die Frenzelbrille, okay. Zum Drogentest bei Autofahrern. Ja? Also der Polizist hört hier auf. Der Polizist. Antihistamin ist eine Droge. Bitte? Was? Antihistamin ist eine Droge? Wenn du es vernimmst, schon. Oh, das ist die Wehrcreme auch eine Droge, wenn ich mich einschmier, oder? Das ist ins Auge schmierst, schon. Ja, genau. Dann gibt es den Frenzelhandschuh dafür. Haben Sie da was im Aufsetzen, aber auf die Frenzelbrille. Zum Drogentest, das heißt, du kommst zur Verkehrskontrolle oder du fährst rein und der Polizist schaut dich mit der Brühe an. Ich hätte auch schon einen Lachkrampf kriegen, aber wurscht, wenn meine Augen ziehen, dann bin ich da. Du siehst die Kontrolle und haust dir schnell den Joint ins Auge ein. Früher, wie man es gemacht hat, ne? Ja, ja. Aber heute mit der Frenzelbrille, na. Du brauchst immer ein Packerl Antihistamine. Ja. Ich bin allergisch. Zu Olinken. Also, Herr Mistoffersch, Entschuldigung. Der Autofahrer setzt es auf. Genau. Ja. Du siehst mit der Frenzelbrille die, das Augenzittern, so wie beim Polarisationsfilter. Ach so, also ich korrigiere mich. Der Autofahrer setzt es auf und wir haben der Polizist schon, wir haben es verstanden. Ja. Letzte Woche hatte ich eine Frage aus Rumänien. Wer war dabei? Nur du, glaube ich. Ja, siehst. Kannst du erinnern an die Frage aus Rumänien? Jetzt haben wir eine Frage aus Bulgarien. Wir gehen jetzt in den nächsten Wochen den ganzen Ostblock durch. Ja. Also aus Bulgarien. Ja, das ist politisch nicht korrekt. Neun EU-Länder. Gut. Es geht um eine Mobilfunknummer.
Wir haben ja auch ganz bestimmte Mobilfunknummern, nicht? Also weißt 0664, 0650, 06991 etc. etc. In Bulgarien beginnen Mobilfunknummern unter anderem eine mit 0888. So, jetzt gibt es eine sehr begehrte Mobilfunknummer, die 0888 888 888. Gut, und die wurde jetzt vom Mobilfunktreiber gesperrt. Warum? Naja, wenn du die in der Tasche hast und keine Tastensperre hast, drückst du dauernd drauf, auf dem Achter. Der ist ständig angerufen worden. Ja, der hat ständig, also da haben die Leute angerufen, weil sie in der Handtasche es drin gehabt haben. Wenn man keine Tastensperre hat, passiert es ja, dass man wirklich auf eine Taste drückt, ohne dass man will. Aber wer hat keine Tastensperre? Einen hinnigen Touchscreen habe ich. Zum Beispiel, so lerne ich viel Leute kennen. Ich habe einen Ring. Bei mir ist der Riegel. Aber ist es wichtig, dass das Bulgarien ist? Ja, weißt du, woanders gibt es die 0888. Du kannst bei uns mal 0888888888 probieren, aber du wirst nichts hinkommen. Doch, du kriegst eine Rechnung über 14.000 Euro. Zwischendurch hast du mit ein paar bulgarischen Masseusen telefoniert. Aber sonst. Weil es mit 0000000 immer verwechselt worden ist, oder? Die Nummer 0000. Das ist bitte die österreichische Fußballnationalmannschaft. Mit der türkischen Vorwahl. Nein, weil der nie, der ist, der, weil man nie genau gewusst hat, wie viel Achter man wählen muss. Und den hat nie wer angerufen. Ja? Also die haben immer geglaubt, das sind 7 Achter, sind 8 Achter, sind 6 Achter. Und der hat nie wer, also ruf mich an und sagt, du hast eine komplizierte Nummer. Ja, aber deswegen musst du die Nummer ja nicht sperren. Man kann jetzt natürlich den Namen einspeichern und dann drauf, so stimmt. Ja. Wer wählt die aber Nummer? Aber es ist halt jetzt probiert. Du hast was probiert? Eine Erklärung. Achso, ich habe auch noch viel. Oder 888 ist das 666 von Bulgarien. Teufel! Nein, 0888. 666 kann was anderes auch sein. Ja, hat auch mit dem Teufel zu tun. Ja, stimmt. Ist die, wo du immer anrufst. Ist bringt das Unglück? Ja, aber die haben es auch schon gesperrt. Nein, es ist eine sehr bizarre Geschichte. Das ist ja bizarr. Keine logischen Gründe. Nein, logisch überhaupt nicht. Das ist, die Nummer wurde gesperrt wegen 3 Toten in nur 4 Jahren. Und zwar die Leute, die diese Nummer besessen haben. Der erste war der Mobilfunkbetreiber selber, oder der Chef des Mobilfunkunternehmens. Und der ist innerhalb kürzester Zeit, ist innerhalb kürzester Zeit mit 48 Jahren an Krebs gestorben. Gut, als nächster bekam dann ein bekannter Mafia-Boss die Nummer. Der wurde kurz darauf beim Abendessen von einem Scharfschützen ins Jenseits befördert. Na. Und das dritte Opfer war ein Immobilienmakler, der in Sofia von Konkurrenten erschossen worden ist. Und diese Todesserie war Anlass, diese Nummer zu streichen. Und wir wollten uns erkundigen bei der Mobilfunkgesellschaft, ob das auch tatsächlich stimmt, weil das in den Medien war. Und die Auskunft, die wir bekommen haben, wir diskutieren nicht über einzelne Nummern. Okay, kann man die vielleicht weitergeben an Dieter Bohlen? Meine Damen und Herren, wenn auch Sie eine interessante Frage haben, vielleicht ein lustiges Ding der Woche, bitte schicken Sie uns das alles zu. Alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, an dieser Stelle wie immer eingeblendet. Wir besuchen Sie auch gerne mit der Kamera, wenn Sie Ihre Frage persönlich stellen wollen. Und diese Woche waren wir in Niederösterreich unterwegs und hier kommt die Dame, die die nächste Frage für euch hat. Hallo liebes Rateteam, mein Name ist Theresa Kuhner, ich komme aus Krems und möchte gerne von euch wissen, was versteht man unter Lagerluft? Lagerluft. Ja, Jungscher Lager. Was lagst du so dreckig? Das war nicht Lager aus einigen, aber ja Lagerluft. Es gibt ja einen Lagerkoller. Das gibt ja Gruppen, die in einem Seminar sind oder Workshop oder Firmen. Lagerkoller und die Lagerluft ist vielleicht dann auch das, wenn es schon dick wird. Wie schaut er das Gesicht an? Wir sind weit daneben, Kilometer weit. Nein, ich komme jetzt näher, ich bin nur ein bisschen zurück. Ein Lager ist ein Kugellager, ja, in der Fachsprache. Ja, und da sind die Kugeln drinnen und die brauchen alle ein bisschen Luft, damit sie sich dran können. Weil wenn man die ganz fest eintreiben, dann ist das Lager unnötig. Nicht? Dann ist ja wie zusammengeschweißt vom Schweißflug. Oder das sind die... Ich frage mal Theresia Kuhner aus Krems, was denn die Lagerluft ist.
Achtung, jetzt wird's technisch. Unter Lagerluft versteht man das Maß eines Kugellagers, um das sich der innere Lagerring gegenüber dem äußeren von einer Grenzstellung in die andere verschieben lässt. Verstanden? Ja. Okay, also ein bisschen weniger kompliziert ausgedrückt. Als Lagerluft bezeichnet der Fachmann das Spiel in einem mechanischen Lager, also die sehr geringe, aber durchaus gewollte innere Beweglichkeit der Lagerringe zueinander. Und ich glaube, der Resetaritz hat sich enorm schön erklärt. Und hey! Ja. Okay. Also wenn das so flott jetzt dahin geht, dann muss ich schwerere Geschütze fahren. Ich habe ein Ding der Woche. So. Und ich hoffe natürlich, dass ihr nicht dahinter kommt, weil mit dem werden wir noch sehr viel Spaß haben. Gut, soweit ich sehe, keiner von euch kann es verwenden, aber Sie zu Hause werden jetzt gleich wissen, was es ist. Wir blenden kurz via Insert ein, was das Ding der Woche ist und was es kann. Ja, gut. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Ding der Woche. So. Ja, es ist grau. Ah ja. Wie ein Hörspiel. Pass auf, du hast es genau vom Glas. Dass man so. Ja, weißt du, die Kamera und so. Ne? Wir sind ja im Fernsehen. Jetzt ist der Finger davor. Das ist die ganze Haut. Ja, es ist auch. Also Nein, es ist lustig, es hat da unten, wie wenn zwei so Fußabdrücke, genau. Gell? So ein bisschen ja, wie, das ist es. So wie, und man konnte glauben, dass das von unten. Das ist und dass die, dann so ein Mandel draufgehört. Ein Schleier. Auf der anderen Seite. Gell? Ach so, dass man da so ein Mandel. Ja. Das ist ein Star Wars Mandelhalter, ist ja? Das praktisch. Star Wars Mandelhalter. Gib bitte mal. Das macht er, oder so? Ja, ja, ja. Nein, er macht ja auch nicht noch. Alle, aber... Genau. Ja, okay. Das ist ja keine Darth Vader-Competition. Ja, so wie man schnurrt. Ja. Nein, irgendwas, es ist irgendein Büro, Büro-Material. Ich stelle mir gerade vor, wie du ein Spielzeuggeschäft gehst und sagst, ich hätte gern einen Star Wars Mandelhalter, bitte. Ja, das wird es ja nicht sein, schätze ich, oder? Das wird's ja. Nein, aber es ist, das kann man da open, steht da, open. Das heißt, man kann es irgendwo aufmachen. Open. Ja, also aber open. Meistens tut, was draufsteht. Ja, aber open. Was? Ja, aber Pfeil. Open und Pfeil. Aber mach es nicht kaputt, bitte mach es nicht kaputt. Nein, es ist nicht zum Zerlegen. Alles. Das ist schon immer. Die Dame, die uns das eingeschickt hat, möchte es heil wiederhaben. Ja, ich glaube, dass irgendwas mit Dixo. Ja? Du spannst irgendwann Dixo ein, dann tust den Dixo so um und dann so runter und du kannst das dann da so durchschneiden immer. Ja? Das weil ist das ist immer so lästig, wenn du den Dixo immer so kleine Staffel brauchst. Sagst du wirklich der Dixo? Was? Der Dixo? Das ist Oberösterreich. Das ist Oberösterreich. Das ist das Dixo. Da ich habe normal so was zum Anreißen in meinem Büro. Wenn er Dixo anreißt, schaut so gut wie ein Auto. Du kriegst eine Fabrik am Ende, du tust einen Bandel rein, dann macht er einen Klebstoff, da ist ein Raubfang raus und dann zahlt er so ein Stück Dixo raus und biegt sie am Backen. Ja, da bin ich aber gespannt, was der Herr Resetal zu dem sagt. Ja, bin ich auch gespannt. Für einen Dixo-Spender halte ich es auch für ein bisschen aufwendig. Das ist okay. Also. Das Dixo-Spender. Moment, was hat denn der Flo jetzt gerade gemacht? Das wollte ich schon. Das wurde ja gut gemacht. Zeigst du es uns auch in der Kamera? Ja, so zum Aufklappen, das ist wahrscheinlich, weil es wegen den Schweißflöhen eine Schweißmaske für sehr kleine Menschen ist. Und so ein kleines Gesicht haben. Oder die, der Frenzelbrille dazu aufsetzen? Ja. Der Frenzel, ja. Das schaut aus wie Orgelpfeifen. Vielleicht ist das für die kommende Hochzeit von Kate und William so eine kleine Mitbringorgel für die Gäste dort. Das ist selber Pfeifen dann. So. Ja? Der eine da so. Genau, und dann God Save the Queen kommt irgendwie raus und. Oder Dixo-Bandel. Damit die Ehe hält. Jetzt schwierig, oder? Also, wie gesagt, es ist praktisch schon alles gesagt worden, was du mit dem Frast machen kannst. Aber das ist nein, ist überhaupt nichts gesagt. Also, ihr seid im Moment noch wirklich sehr, sehr weit von der richtigen Antwort entfernt. Und ich habe euch einen Tipp schon gegeben, nachdem ich euch alle angesehen habe. Oh ja, wir können es nicht verwenden. Alle könnt es nicht verwenden.
Ja, ich verwende so wie ihr im Moment ausschaut. Ich brauche nie einen Dixer. Also das ist was für schöne Menschen. Ja, also für mich. Ja, wenn ich es nicht verwenden kann, ist mir auch wurscht, was es ist. Ich sage das ja. Sagen wir so. Du könntest es schon verwenden. Okay, bitte her. Aber du hast es nicht verwendet, das sehe ich. Das sieht man, nachdem er das verwendet hat. Hast du eine Frenzelbrille? Ja. Hingegen die Susanne kann es überhaupt nicht verwenden. Ach so. Und sie will es jetzt auch nicht mehr verwenden. Jetzt ist es aber leicht. Jetzt ist es leicht. Das ist ein. Ja, geht, jetzt sicher ist er. Was willst du damit machen, wenn du das da runter tust? Das weiß ich nicht. Aber wenn man es nachher sieht, tut es wahrscheinlich weh. So. Kann man das direkt anwenden am Körper? Ja. Ja, das hat irgendwas. Ja, ja. Ja. Man kann am Körper anwenden. Ja, direkt am Körper anwenden kannst du alles, einen Zirkel stark und auch direkt am Körper. Aber heute passt ihm gar nichts, den Resultat. Jetzt ist das letzte Mal da, passt ihm gar nichts. Der hat recht. Muss es irgendwas sein, was Männer haben? Ja. Eine Maus, für die Maus. Maus. Ja, aber wieso kannst du Susanne da nicht verwenden? Weil ich mich nicht auskenne, oder was? Ja, sie hat ein Laptop. Sie hat ein Laptop, da tut es mir aber wenn es Männer verwenden, was haben denn Männer? Bärte. Mhm. Ja? Ja. Na, zum Rasieren nur, wirst du das ja nicht nur, verwenden. Nur weil du nicht verwenden kannst, hast du eine lange Zeit, dass du nicht dass Frauen verwenden Bart können. Es muss ja nicht geschlechtsspezifisch sein. Aber vielleicht gleich, das ist ein Bartcrimper. Ein was bitte? Bartcrimper, was ist das? Ein Crimper? Das ist das, macht so mit den Haaren. Kannst du dich versuchen? Das Ding, das tut man hinein, also tut man die Haare hinein. Und dann vorher sind sie glatt und nachher sind sie so. Oder ich glaube, dann Bart glättert man. Wenn so ein Kräutel macht, macht man das dann so. Könntest du bitte andere Adjektive außer verwenden? Ein Wuckerlmacher für einen Bart. Ja, Mini-Blee für einen Bart. Die kann ich da einfragen. Mini-Blee für einen Bart. Wer macht sich denn für einen Bart? Wer macht sich denn für die Pötzkoschen sozusagen? Für den Schnurrbart. Ja, und da kann man sich festhalten, wenn es weh tut. Und dann wird es durchzogen und dann einmal rutzt. Ja, für den Schnurrbart kommt das Dixo aus und genau, dann mit dem Dixo kann man es festgeben. Das ist für sehr gläubige Menschen, das ist zum Mitnehmen aufs Wallfahrten, das tut man auf die Kniescheiben, dann tut es dann so weh beim Knien. Das tut nicht weh am Knie. Knie ist einmal drauf. Das ist für die Kuhlenbergerpuste. Das ist katholische Bandel nicht. Für zum Anlernen. Ja. Jetzt fällt mir nichts ein. Nein, jetzt fällt mir nichts ein. Ja. Willst du es nochmal zukommen? Nein, für das Doppelkinn, dass das Doppelkinn weniger wird. Das Doppelkinn oder zum Ablenken vom Doppelkinn. Du hast gar kein Doppelkinn, weil ich was anderes gehört habe. Das sieht man gar nicht mehr. Stimmt. Das kann ich nicht mehr sagen. Das sind zwei Schlitz. Wofür sind die zwei Schlitz? Links, oben und unten. Schlitzeln, da? Ja, da geht der Bart eingefädelt. Schlitzeln. Wo willst du einen Bart einfädeln? Da überall. Da und dann das vorne leuchtet. Nein, das geht da nicht. Das aber nicht warum man das, so prominent orange gemacht hat, das muss ja wichtig sein. Das kann man zum Beispiel bewegen. Wie Rollen. Also wofür sind die Rollen? Können wir uns darauf einigen? Wofür ein Hundtrainer für kleine Haustiere. Ich stelle meinen Hamster da drauf, oder was? Nein, es geht zu schwer. Bevor du andere Sachen mit dem anstellst. Man sieht schon was durch. Also irgendwas ich bin nicht Richard Gere. Ein Hamster. Aber die mittlere Rolle kann man nicht dran. Irgendwas wird durchgezogen. Bitte nicht kaputt machen. Nicht dran. Aber die kann man schon dran. Ja, du kannst sie alle drehen. Lang sie genug gespült. Sie sind dafür da. Nein, komm, ich habe Angst. Ich habe keine Versicherung. Das ist eine Campingnudelmaschine. Mein Gott, die Frau Ofer. Kann man eh nur einmal kaufen. Jetzt ist sie. Ja, jetzt hat sie danke, Herr Dancing Star. Das ist jetzt denkst du ein bisschen hin auf mich heute? Nein, überhaupt nicht. Aber kannst, das habe ich nicht hingemacht. Kannst du mit der Weichsel Braun reden? Gibt es das beim Spar? Kann man das nachkaufen? Das habe ich nicht hingemacht. Ansonsten kannst du es jetzt in der Deppe des Ohren kaputt. So, nein, wofür ist das? Zum Festhalten.
Ja, aber Stütze. Wir wissen es ja nicht. Was fragst du uns noch einmal? Was fragst du uns aber nicht? Ich traue mich nicht. Wofür ist das andere? Wieso Frau Ofner aus Markt Bisting hat uns das geschickt. Graust ihn nicht, wenn ich das mache, wofür man es braucht? Nasenbohren? Auch nicht uns? Also, ein Gebiss außerholen. Vielleicht traust du uns? Ich meine, ich bräuchte jetzt, ich habe nichts zum Dessi, ich habe nichts zum... Gebissschärfer. Das ist so... Ne, genau. Also, das Brot nicht mehr dabei. Ja, und? Und die Zungen einfallen. Das ist ein Musikinstrument. Zungenreiniger. Ja. Aber was ist das? Das schmeckt nach Leiner Schäuber und so. Ist das ein Zungenreiniger? Nein, es ist kein Zungenreiniger. Du hältst es so mit den Zähnen und dann hast du irgendwie eine Form und dann kannst du durch die Rollen die Größe verändern, kleiner, größer, tiefer, höher, was auch immer. Und weißt du, was du dann machst, Susanne? Dann rasierst du dich anhand dieser Form und machst dir ein Ziegenbärtchen. Aber wenn es blöd ist, kannst du als Anthony Hopkins auch gehen. Ich wollte es gerade sagen, aber Entschuldigung, ich möchte mich nur rasieren. Und da kann ich mir ein Glasl herhalten. Jetzt ist das ein rundes Ziegenbärtchen, wer will denn das? Du, Bärte, waren wir immer suspekt, aber jetzt noch mehr. Ich bin schön, ich bedanke mich noch einmal bei Astrid Ofner aus Markt Bisting mit einem 3000 Fischer Fischer. Ich muss sehen, bringe ich was mit, da erfinde ich was, da macht man eine Rigipswand, da lobe ich eine, genau. Da schicke ich die Pappen durch und auf der anderen Seite rasiert mich einer. Ja. Ja. Mit dem Steakmesser. Okay, geht schon. Gut, ich habe noch ein paar Goodies. Oh. Okay. Füße dann immer da. Die Schachtel kannst du auch noch hergeben. Ja, die Schachtel gebe ich dann her. Das Thema noch eine Laserkanone da, dann habe ich alles komplett verstanden. Das Thema ist, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, 50 Jahre bemannte Raumfahrt und 30 Jahre Space Shuttle. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wen wir gebeten haben, die Promi-Frage zu stellen. Franz Fieberg. Oh, wie seid ihr da drauf gekommen? Okay, nächste Frage. Originell. Die nächste Frage kommt von Franz Fieberg. Bitte. Hallo liebes Rateteam, ich will gern von euch wissen, warum es im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine Toilette mit abschließbarem Klodeckel gibt. Eine Toilette mit abschließbarem Wegen der Klodeckel. Aliens, die da rauskommen. Was abschließbarem was? Klodeckel. Im Deutschen Zentrum, in Deutschland. Ja, die haben auch Aliens. Die haben Alien. Ja, das ist ja. Nein, das ist ja Österreich, in Deutschland gibt es. Aber ist es abschließbar im Sinn von Krieg, Krag, Ruh oder im Sinn von Vakuum dicht verpackt und nichts riecht mehr? Entschuldige, was ist Krieg, Krag, Ruh? Warst du nicht im Kindergarten? Nein. Krieg, Krag, Ruh, der Mund ist zu, der Schlüssel fort und jetzt kein Wort. Gott. So, das ist von einem anti-autoritären Kindergarten. Ein versperrbarer Klodeckel. Ja, sicher, das ist das Chefklo. Und jeder, der zum Beispiel, wenn das jetzt daneben, wenn da daneben was gegangen ist und daneben gludelt, ja, das weiß jeder, hat die Waren, weil ich habe keinen Schlüssel. Ja. Weil ich kann es nicht sein, ja, weil das ist. Ja. Nein, nur die, die keinen Schlüssel haben, wollen daneben. Also, wenn die nicht aussprechen können. Ja, weil der abschließbar. Abschließbar. Ja, vielleicht ist das Klo eingesperrt, damit es nicht zum Beispiel vom deutschen Privatfernsehen abgeworben wird, weil im deutschen Privatfernsehen kriegt mittlerweile jedes Häusl eigene Show. Oder es ist, vielleicht ist es so, die haben vielleicht nur einen Klodeckel. Und der ist so oft gestohlen, genau. Nicht spielen. Ja, genau. Ja. Ja, das ist die mit der Schwere. Ja. Das mit so unförmig ist der Kuss ausgegangen. Das Handgangen sind. Ich hab da noch was geschaut. Der ist Klodeckel. So ein Kreis. Oder die haben nur einen Schlüssel und sie müssen reden miteinander. Ja, sagen, du, ich müsste dir das Klo kommst und den Schlüssel geben. Das ist ein Kommunikations- dass man wieder mehr redet miteinander im Betrieb. Du meinst, aber das ist. Das ist aber ein Schlüssel. Du. Das muss mit der, mit der Schwerkraftsimulation zu tun haben. Schwerkraftsimulation ist ein gutes Stichwort. Ja. Also das ganze Heizwasser im ganzen Ding. Ja, sag ich ja. Hat der Günther gesagt, wenn die Schwerkraft nicht mehr da ist, fliegt alles durch die Gegend.
Außen sperrst du? Du hast da einen Schlüssel für die Ketten, dass du unten angehältst, dass du den Weg kriegst. Du hast einen Schlüssel aus den Händen, ja, und zum Schluss dass du dich aussperren und dann... So Klopapierschlüssel. Genau, Schlüssel. Und am Ende sitzt am Klo-Kopf über. Ja? Ja. Muss man rum. Aber ich muss euch enttäuschen, es ist eine ganz normale Toilette und diese Toilette wird nicht in einem Schwerkraftsimulator eingesetzt. Aber es ist wirklich die Schüssel versperrt. Ja, das ist die Frage. Ja, ja. Ich muss ja die Frage wissen. Warum? Warum versperren Sie das dort im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt? Wahrscheinlich, weil die Astronauten so gedopt sind, dass sie keine Dopingkontrolleure reinlassen. Ja. Und jetzt lieber die Klos zusperren, sicher, wer weiß. Vielleicht kommt einer kontrollieren. Vielleicht gar nicht so. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Die haben gesagt, wenn wir irgendwo anfangen zu schluren, ja, und unsicher werden, und dann glauben uns die gar nichts mehr. Steigt da keiner mehr in eine Kapsel ein, wenn das Klo nicht versperrbar ist. Hilfe! Es gibt überhaupt keinen Grund, einen Klo der Klo abzusperren, außer gegen Stellen. Ja. Oder weil die immer die Deppen aufs Häusl trinken gegangen sind. Ja, geh bitte! Ja, genau. Ja, wer macht das so? Gibt es eine Wasserleitung dafür? Eben nicht! Nein, das Raumfahrt- eben nicht, das war ein Häusl ohne Wasserleitung. Genau. Wo gehst du hin? Geht mit dem Glasl hin und sagt, was machst du? Wird runtergelassen. Ja, vielleicht war die Klobrille so wertvoll. Ja. Jetzt haben sie den Klodeckel. Genau, das ist eine ganz besondere Klodeckel-Brille. Die haben schon so geschlagen. Ja, Namen, ja. Ja, klar, es gibt ja Klodeckophile. Also, das ist. Die sammeln, ja, die sammeln ja, zu Hause Klodeckeln. Brezelbrillen, Klobrillen. Nein, aber und das ist ein ganz besonderer Klodeckel. Du hast irgendwas mit Doping gesagt, glaube ich, oder? Ja. Vielleicht. Ja. Das ist falsch, aber am richtigen Weg da drin Drogen. Ja? Sie verstrecken sich von jedem Astronauten, alles, was er von sich gibt, wird dann eingesammelt, analysiert. Da, dann analysiert ja. Und verkauft. Wird dann leer gesaugt. Und wenn er nächste kommt, wird dann wieder extra aufgesperrt vom Kurs. Checker. Warum? Und dann wird es vielleicht ins Dunkel versteigert. Damit sie die Gene, die DNA nicht mischt von den Leuten untereinander. Na, damit die nicht gedopt ins All fliegen und dann brauchen sie ja weniger Treibstoff. Nein, die müssen ja sich gewöhnen an die Raumfahrerernährung. Die haben ja nur diese Kapseln und so und das verdockt ja nicht jeder gleich. Mhm. Und wenn einer Durchfall hat, aber es nicht sagt, ne, nur damit er ins Weltall fliegen darf und das verheimlicht, mit dem versperrbaren Klo. Oder du bist der, du hast ich bin in einem paranoiden Haufen gelandet. Ja, aber wieso? Erzähl uns von deinen Drogentests. Ich versperre mein Häusl nicht. Aber von Ihnen. Gut, es geht um Arbeitszeit. Ja, wenn man aufs Klo geht, geht die Arbeitszeit verloren. Mhm. Und deshalb muss man immer zum Vorgesetzten gehen oder zu der Vorgesetzten und sagen, bitte brauche einen Kloschlüssel. Genau, und die schreibt dann gleich mit und wenn du es zurückgibst, dann wird alles abgezogen. Ja. Der Franz Fieberg sagt euch, warum im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Toilette versperrt ist. Weil die Deutschen so sagen. Die Antwort auf diese Frage sollte nicht zu schwer sein. Ja. In diesem Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Deutschland wird nach der optimalen Ernährung für Astronauten geforscht. Und dazu wird natürlich genauestens untersucht, was die Versuchspersonen zu sich nehmen und auch was sie ausscheiden. Und damit nicht einer zufällig schnell etwas los wird, unkontrolliert, ist der Klodeckel versperrt und nur ein Betreuer kann diesen aufsperren. Na bitte, so einfach wäre es gewesen. So einfach wäre es gewesen. So. Meine Lieben, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Möchte noch eines, weil wir haben dich vor ein paar Wochen, mittlerweile ist es glaube ich schon 1,5 oder 2 Monate, vorgestellt als Urlaubsvertretung für Michael Nevarani. Ja. Die Frist ist abgelaufen. Ja, aber ich möchte dich nicht verabschieden als Urlaubsvertretung, sondern ich freue mich auf ein Wiedersehen als reguläres Was gibt es Neues mit dir. Du warst großartig. Ich danke dir für alles die letzten Wochen. Ja. Alles gewusst. Alles gewusst. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Lukas Resetaris im Herbst 2011. Danke vielmals. Ich möchte mich bei Ihnen hier im Saal recht herzlich bedanken bei Ihnen zu Hause und freue mich schon auf ein Wiedersehen am nächsten Freitag. Bei Was gibt es Neues? Schönes Wochenende. Hallo.